Pedro. Was macht er drauf? Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber... Durch zu Messi. Geht Tor herein. Es sieht gut aus. Gute Schussposition. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Pedro. Barcelona ist wieder im Ballbesitz. Und damit war es das mit der ersten Hälfte. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensive. 0:0. Bis jetzt keine Tore. Wir beginnen mit den zweiten 45 Minuten. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Er steckt ihn durch. Chance zu flanken. Versuch's mit einer Hereingabe. Stark verteidigt. Iniesta. Mascherano. Und er haut das Ding vor. Gut abgefangen. Messi. Durch die Abwehr. Versenkt. Pedro. Xavi. Er kriegt den Ball. Er steckt ihn durch. Das Ding ist ganz heiß. Versenkt. Sie haben bis zur zweiten Hälfte gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht in Abseits. Barcelona mit einem Tor vorne. Wie die Führung natürlich halten. Wir hatten Angst vor einem torlosen Unentschieden. Diese Angst ist unbegründet. Jetzt bin ich gespannt, wie dieses eine Tor diese Partie verändert. Die erste Ecke kommt von Xavi. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Und er zieht ab. Das ist ein guter Torhüter. Ein super Tor. Jetzt kommt der nötige Ausgleich. Also, pari pari, alles wieder auf Null gestellt. Ich bin gespannt, wie diese beiden Mannschaften... Das kann interessant werden. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Alexis Sanchez. Das kann interessant werden. Und er klaut ihm das Leder. Kluger Pass. Iniesta schießt. Sie lassen die große Chance liegen. Xavi wird die erste Ecke reindrehen. Messi schießt. Tor! Super! Tor für den FC Barcelona. Da ist das für Sie. Und in der Mitte winken seine Jungs. Auf den Kopf. Ui. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ende aus. Der Schlusspfiff ertönt. Trotz einiger Schwächen in der Defensive kann der Trainer mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Am Ende zählt doch allein das Ergebnis. Ein Fußballspiel voller Hin. Kommt richtig lang. Nee, da kommt er nicht durch. Und damit war's das mit der ersten Hälfte. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Dinge. Ein völlig sinnloser Pass, da steht doch überhaupt niemand. Und jetzt Alexis Sanchez. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Da ist er noch dran. Der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Jordi Alba. Messi. Der muss sitzen. Die Fahne bleibt unten.
Er trifft. Es sieht so aus, als käme in der zweiten Halbzeit jetzt endlich Schwung ins Spiel. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das ist die Führung in dieser Phase der Partie. Ist das schon die Entscheidung? Pedro, da ist vielleicht die Schussmöglichkeit. Diesen Ball unter sich. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Ah, Posten. Der Referee pfeift ab und die Partie ist beendet. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das normal. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsamer. Freigelaufen. Er wartet auf die Flanke. Flanke. Er steigt hoch. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Und dann kracht es am Gebälk. Das ist ein Eigentor. Dieses Eigentor könnte der Mannschaft den Wind aus den Segeln nehmen. Eine Verkettung. Unglücklich. Jetzt vielleicht die Chance. Schade. Neymar versucht es, der Ball kommt aber nicht an. Und weg ist der Ball. Und damit war es das mit der ersten Hälfte. Das Eigentor war natürlich ein ganz dickes Ding. Die Frage für den Trainer jetzt nehme ich. Stark verteidigt. Mascherano. Gut abgefangen. Xavi. Alexis Sanchez. Die letzten fünf Minuten dieses Spiels laufen. Aus und vorbei. Der Unparteiische schaut auf die Uhr und Ende. Die Abwehr hat trotz des seinen Gegentore seine